Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi und ihr seid jetzt bei meinem Ringer Guide. Einige von euch werden sich fragen: Silphi, was ist mit dem Kane Guide? Warum machst du den nicht zu Ende? Leute, um es einfach nur kurz zu fassen: Der Kane Guide war so gesehen falsch an einer Stelle, weil sich, also was heißt falsch? Es hat sich einfach komplett eine Menge geändert, seitdem ich Korea verfolgt habe. Ich müsste rein theoretisch nochmal alles neu machen und gerade Kane als Champion ist halt sehr groß, weil er ist zwei Champions in einem und das wäre dann ein zu großes Projekt. Von daher höre ich den Kane Guide auf und fange jetzt neu mit einem Rengar Guide an. Um das Ganze wieder etwas gut zu machen, gibt es auch ein kleines RP Giveaway. Schaut euch einfach das Video bis zum Ende an und gebt dann dem Hub-Team ein Feedback. Das für uns persönlich beste Feedback wird mit 10 Euro RP belohnt. Und ja, klein Timmy, uns in den Arsch zu kriechen, wird hier nicht funktionieren. Aber okay, dann werfen wir jetzt auch mal einen Blick auf Rengar. Ich spiele ihn wieder mehr. Ich bin eigentlich auch recht bekannt für ihn. Und viele von euch finden es auch wieder geil, dass ich Rengar-Content mache. Von daher passt das hier auch alles. Den Start machen wir wie immer mit dem ganzen Allgemeinkram, Leute. Rengar ist ein recht flexibler Champion. Man kann ihn auf der Top-Lane und im Jungle spielen. Man kann ihn als Tank, Bruiser oder Assassin zocken. Dieser Guide wird sich aber hauptsächlich auf Top-Lane-Rengar konzentrieren, weil ich der Meinung bin, dass Rengar auf der Top-Lane am stärksten ist. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Guide erstellt wird, welcher Patch 7.17 ist, ist Rengar nicht wirklich in der Meta. Und er ist auch ein Champion, in dem man wirklich viel Zeit reinstecken muss, damit er sich auf der Top-Lane lohnt. Auf der Top-Lane kann man besser snowen als im Jungle, ob man es glaubt oder nicht. Seine Lane-Phase ist ziemlich erdrückend in vielen Matchups, von daher gibt es einen Top-Lane-Guide und keinen Jungle-Guide. Generell ist es Rengars Aufgabe, die Lane zu snowballen und Picks zu machen auf der Map. Wenn ihr eurem Gegner das Gefühl geben wollt, dass ihn seine eigene Hauskatze jederzeit anspringen kann, um ihn abzustechen, dann ist Rengar genau euer Champion. Wenn ich auf die Schwierigkeit achte, würde ich sagen, Rengar ist so eine 8 von 10. Viele von euch werden sich jetzt wundern, warum ich sage, dass Rengar eine 8 von 10 ist, aber hört euch erstmal meine Gründe an. Der erste Punkt ist, dass Rengars Kit sich super clunky anfühlt und bevor ich wieder in den scheiß Kommentaren lese, Silvi, was heißt clunky? Clunky steht dafür, dass er sehr träge ist, es fühlt sich nicht reibungslos an. Die Q fühlt sich nicht sauber an in Combos, danach gibt es nochmal diesen einen extra besonderen Auto-Attack, der auch nicht recht clean ist vom Gefühl her. Rengars Bola hat auch eine Cast-Zeit, gerade mit er ist die super schrecklich. Wenn ihr wirklich große One-Shot-Combos machen wollt, müsst ihr euch darauf einstellen, dass sich diese Combo nicht clean anfühlen wird. Der zweite Punkt ist, dass Rengar keine richtige Identität hat. Man könnte sagen, er ist quasi ein illegaler Einwanderer. Rengar hat im Assassin-Update sein Rework bekommen, aber ist laut Riot selber ein Diver. Riot weiß selber nicht mal, was sie mit ihm machen sollen. Er hat die Base-Stats einer Assassin, aber das Kit eines Divers. Das gibt seiner ganzen Kit-Base-Stats-Synergie ein total großes Problem. Gerade wenn ihr mal behind sein solltet, wird euch richtig ins Gesicht springen, was für ein Stück Müll er doch eigentlich ist vom Konzept her. Der dritte Punkt ist Rengars Ulti, Leute. Rengars Ulti gibt dem Gegner eine Menge Informationen und ist auch seine wichtigste Skill, um ein Play zu machen. Sollte man das nicht richtig hinbekommen, die Ulti zu benutzen, werdet ihr euch erstmal für, lasst mich lügen, 1,5 Minuten im Durchschnitt komplett nutzlos fühlen. Bevor wir dann auch in den Guide richtig reinspringen, hier eine kleine Pro- und Kontraliste. Rengars klarer Vorteil ist, dass er sehr hart snowballen kann, wie die meisten anderen Assassins eigentlich auch. Das Snowballen ist leider hart von seiner Ulti abhängig. Rengar kann zwar flexibel sein, was seine Itemization angeht, seine Identitätskrise ist aber nicht so flexibel. Das wird euch auffallen, wenn ihr mehr Zeit in ihn reinsteckt. Sein größter Nachteil ist aber, dass er total Feast of Famine ist. Entweder snowballt er super hart ins Game rein oder er fühlt sich total nutzlos an. Das geilste Gefühl aber überhaupt ist das Gefühl eines unfairen One-Shots. Das ist der Stoff für den Rengar Mains Leben. Wenn euch das alles zusagt, Leute, dann seid ihr hier genau richtig. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Rengars Passive ist Unseen Predator und hat 3 Passive in einer Passive. Teil 1 der Passive ist seine Bonetooth Necklace. Für jede einzigartige Tötung, bei der Rengar innerhalb von 1,5 Sekunden vor dem Tod des Ziels Schaden gemacht hat, bekommt er einen Stack. Welche Stacks euch noch fehlen, seht ihr unten rechts in der besonderen Leiste, die Rengar hat. Für jeden Stack gibt es extra einen Festwert an Bonus AD und einen prozentualen Wert an Bonus AD. Der zweite Teil seiner Passiven erklärt nur sein Ressourcensystem, welches Ferocity heißt. Für jede Basic Ability, die ihr benutzt, bekommt ihr ein Ferocity drauf. Solltet ihr 4 Ferocity haben, könnt ihr eine versteckte Fähigkeit nutzen und bekommt nach ihrer Benutzung nochmal extra Movement Speed. Solltet ihr nicht in Combat sein, für 7 Sekunden verliert ihr eure ganze Ferocity sofort. Wichtig ist es jetzt aber auch nochmal zu erwähnen, Ferocity Fähigkeiten teilen keinen Cooldown mit euren normalen Fähigkeiten. Der dritte Teil von Rengars Passive ist sein Jump.
Wenn Rengar in einem Gebüsch ist, kann er auf Ziele innerhalb eines gewissen Radius springen. Wenn Rengar auf ein Ziel drauf springt, während er 0 Ferocity hat, bekommt er nochmal extra 1 Ferocity. Rengars Q ist Savagery und Savagery hat 2 Instanzen. Bei der ersten Instanz bekommt jeder Gegner Schaden in einem Halbkreis vor Rengar. Die zweite Instanz ist ein Skillshot, die genau denselben Schaden macht, aber nur in einer Linie. Wenn ihr Savagery mit Ferocity benutzt, macht ihr einfach nur mehr Schaden. Hier auch nochmal als kleiner Bonus, Leute, Savagery ist auch ein Auto-Attack-Reset. Das heißt, ihr könnt damit Auto-Attack-Q-Auto-Attack-Kombos machen. Ihr könnt diese Auto-Attacks auch ausnutzen für geile Bush-Jukes oder wenn ihr einfach nur einen Tower schnell kaputt machen wollt. Rengars W ist Battle Roar. Rengar macht ein Gebrüll, welches Magic Damage in einem kleinen Radius um ihn herum macht. Ein Teil des prozentualen Schadens, den er 1,5 Sekunden vor der Nutzung von Battle Roar benutzt hat, wird ihm weggehealt. Wenn ihr Battle Roar mit Ferocity macht, macht ihr einfach nochmal mehr Schaden und er wird von jeglichem CC befreit. Rengars E ist Bola Strike. Bola Strike ist ein Skillshot, durch den Rengar eine Bola wirft. Ziele, die davon getroffen werden, bekommen physischen Schaden und werden verlangsamt. Die Ferocity Bola erhöht einfach nur den Schaden und snärt das Ziel, anstatt es zu verlangsamen. Interessanter Fakt, es ist möglich, die Bola zu casten und dann zu flashen. Dadurch wird die Bola von dort aus geworfen, wo ihr hingeflasht seid. Rengars Ulti ist Thrill of the Hunt. Wenn Rengar seine Ulti aktiviert, wird er nach 2 Sekunden in Camouflage gehen. Er bekommt 40% Movement Speed und kann auf ein Ziel draufspringen. Das Ziel, welches am nächsten dran ist an Rengar in einem gewissen Radius, wird markiert. Und Rengar sowie sein Team bekommt True Sight drauf. Sollte Rengar auf das markierte Ziel springen, crittet er zu 100%. Ganz wichtig, Leute, passt auf bei der Nutzung eurer Ulti, weil das gegnerische Team erstens einen Warnsound bekommt, also jeder, der in diesem Radius ist, und zweitens, wenn zwei Gegner nah beieinander sein sollten, sehen sie an der Markierung daran, von welcher Seite Rengar kommt. Es gibt einen coolen Trick mit Rengars Ulti, den ich ganz oft mache, und zwar man nutzt die Ulti als Zoni-Tool. Alle Gegner werden denken, wenn Rengar seine Ulti anmacht, will er jemanden töten. Das stimmt meistens auch, aber man kann es perfekt als Mindgame nutzen, um durch die Angst der Gegner sich ein Objective zu securen. Macht eure Ulti an, schaut euch an, wie die Gegner alle am Tower bleiben werden und macht dann in der Zwischenzeit zum Beispiel den Nash. Gut Leute, wir achten jetzt auch mal auf die Laning Phase. Ganz wichtig, ich gebe euch 2 Champions mit, gegen die ihr Rengar niemals, wirklich niemals spielen wollt. Egal wie gut oder schlecht der Gegner ist, also vom individuellen Skill her, sofern ihr einen von diesen 2 Champions habt, werdet ihr meiner Erfahrung nach so oder so nicht gewinnen können. Der erste Champion auf meiner Liste ist Renekton, Leute. Solltet ihr versuchen, in Renekton zu traden, wird er euch stunnen, euch dabei direkt eine Full-Combo ins Gesicht drücken und mit seiner E wieder abhauen. Dadurch gewinnt er jeden Trade, ohne dass ihr überhaupt die Chance bekommt, euch zu wehren. Er hat auch verdammt viel Sustain durch seine Q. Der zweite Champion ist Trundle. Auch wenn man Trundle gerade nicht wirklich oft sieht, zumindest in Zone Q, habe ich ihn verdammt lange eigentlich gar nicht gesehen, hat Rengar keine Chance gegen ihn. Trundle nutzt seine Q, klaut Rengar verdammt viel AD und gewinnt die längeren Trades einfach. Solltet ihr als Rengar auch versuchen wegzulaufen, bekommt ihr eine Pille ins Gesicht, während euch Trundle einfach mal weiterhin verprügelt. Ich gehe auch mal davon aus, dass ihr ein paar Rengar-Mates sind und sich diesen Guide auch angucken. Was ist für euch ein komplettes No-Go-Matchup? Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, womit ihr eure Probleme habt. In der Lane angekommen ist es super wichtig, dass ihr versucht, die Gebüsche auszunutzen. Das ist eine von Rengars großen Stärken. Versucht sofort die Lane leicht zu pushen, um euch so die volle Kontrolle zu holen. Die Betonung hier liegt aber auch auf leicht. Ihr wollt immer so stehen, dass ihr aus dem Gebüsch springen könnt. Versucht also zu vermeiden, komplett in den gegnerischen Tower zu pushen, beziehungsweise den Gegner zu erlauben, vor seinem Tower zu freezen. Springt auf euren Gegner drauf und macht ihm immer etwas Damage mit einem Ranspringen plus einem Q. Ab 3 Ferocity springt ihr dann auf den Gegner drauf und macht, wenn ihr könnt, eine volle Rotation, die aus Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Ferocity Q besteht. Zu gefühlten 70% könnt ihr so das First Blood auf der Lane auf Level 2 oder auf Level 3 machen. Eigentlich sind Kombos eine Kategorie für sich selber, sie sind aber schon super wichtig für uns in der Laning Phase. Rengar hat 3 Kombos, wovon 2 Kombos jetzt erstmal wichtig sind für uns. Die erste Combo ist die One-Shot-Combo. Wenn ihr die mit 0 Ferocity beginnt, geht in ein Gebüsch rein, springt auf den Gegner drauf, macht während ihr in der Luft seid eure E auf den Gegner, drückt kurz bevor ihr am Gegner seid eure W, drückt auf Q, ihr könnt hier optional nochmal einen Auto-Attack reinmachen und ballert ihm dann direkt den Ferocity-Q ins Gesicht. Wie der Combo-Name schon sagt, ist das die One-Shot-Combo. Mit dieser Combo macht ihr eurem Gegner den maximalen Damage. Die zweite Combo ist eine Combo, um sicher zu traden. Wenn ihr die Combo mit 0 Ferocity beginnt, geht ins Gebüsch, springt auf eure Gegner drauf, macht eure E, während ihr in der Luft seid, drückt auf Q, könnt danach nochmal optional einen Auto-Attack machen und drückt dann zweimal auf euren W drauf und lauft weg.
Mit dieser Combo könnt ihr in den Gegner traden und am Ende euch um 100% des erlittenen Schadens hochheilen, den ihr in den letzten 1,5 Sekunden bekommen habt. Zudem könnt ihr damit Slows oder CC Spells loswerden, wodurch viele Gegner keine Chance mehr haben, weiter zu traden mit euch. Mit Level 6 verändert sich eure Laning Phase eigentlich nicht großartig. Thrill of the Hunt ist eher eine recht komische Fähigkeit für die Laning Phase selber, weil es keine direkte Combat Ability ist. Thrill of the Hunt ist eher eine Fähigkeit, die man nutzt, um Picks zu machen oder um Roam gehen zu können. Ihr könnt euch jetzt also dafür entscheiden, eher Roam zu gehen, oder ihr lernt, wie man die Ulti dann vielleicht doch für die Laning Phase ausnutzen kann. Die Combo sieht dann in etwa so aus, wenn ihr eure Ulti auch wirklich benutzen wollt, um in der Lane etwas darauf zu ziehen. Holt euch 4 Ferocity, geht ins Gebüsch rein, springt auf euren Gegner drauf und macht eine Full-Combo. Ihr könnt hier entweder die One-Shot-Combo nehmen oder die Trade-Combo, je nachdem was ihr haben wollt. Ich empfehle euch im Normalfall aber eher die Trade-Combo, aus dem einfachen Grund, dass ihr dann auch auf Safe erstmal von eurem Gegner wegkommt. Benutzt danach eure Ulti, wartet aber darauf, bis eure Cooldowns wiederkommen, springt auf den Gegner drauf und enjoyt dabei nochmal diesen Juicy-Crit. Versucht auf jeden Fall, eurem Jungler zu sagen, dass er ein paar Mal bei euch vorbeischauen soll. Das Snowballen auf der Lane ist super wichtig für Rengar. Out of Lane gibt es 3 Möglichkeiten für einen Rengar-Spieler. Die erste ist es, zu Split-Pushen, um den Gegner auf der Lane zu töten und um sich so einen Tower zu holen. Dazu muss ich, denke ich mal, nichts Großartiges sagen. Ihr könnt aber auch Split-Pushen, um euch die Lane-Priority zu holen, damit ihr Roam gehen könnt. Das bedeutet, ihr pusht eure Lane ein und macht euch dann auf den Weg zum Roam. Dadurch zwingt ihr einen der Gegner, die Wave zu halten, die ihr gepusht habt. Sollte es zu einem größeren Kampf kommen, wird es dann in einem 5 gegen 4 enden. Oder ein 5 gegen 5 auf Kosten eines Teleports der Gegner. Ihr könnt aber auch einfach in die Teamfights reingehen. Bei den Teamfights gibt es aber 2 Möglichkeiten. Entweder engagt ihr den Fight mit eurer Ulti und deletet ein Ziel sofort. Das ist im Normalfall sehr riskant, weil es jederzeit passieren kann, dass ihr weggepeelt werdet, dass euer Ziel flashert oder dass ihr es einfach nicht schafft, es den umzubringen. Zudem passiert es ganz oft, dass ihr danach auch instant gepoppt werdet von den Gegnern. Der Schlüssel zu einem guten Teamfight für Rengar ist Geduld. Das Beste, was ihr machen könnt, ist es zu warten, bis jemand anderes engagiert. Wartet danach trotzdem etwas ab, bis die gegnerische Backline verwundbar ist oder bis die Gegner wichtige CC oder Mobility Spells benutzt haben. Sollte einer von beiden Fällen passieren, habt ihr dann eine leichte Möglichkeit, die High Priority Targets umzubringen. Beendet ihr dann das Ganze mit Summoner Spells, Rune, Masteries und Items. Bei den Summoner Spells habt ihr auf jeden Fall Flash dabei. Durch Flash könnt ihr in ein Gebüsch zum Beispiel flashen, um dann direkt weiterzuspringen oder um schnell zu Gap closen, wenn ihr in der Ulti seid. Als zweiten Summoner Spell empfehle ich euch Ignite, wenn ihr Assassin spielen wollt. Das Ignite erlaubt es euch einfach noch härter zu snowballen. Wenn ihr eher Offtank gehen wollt, dann nehmt das Teleport mit für eine verstärkte Map-Präsenz. Bei den Runen gebe ich euch 3 Möglichkeiten mit, hier sind aber auf jeden Fall unsere Core-Runen für jede Runenseite. Wir nehmen 9x AD in Rot mit und 2 AD Quins. Den Rest passen wir dann komplett unserer Situation an. Wir können 9x Scaling HP in Gelb, 9x Magieresi in Blau und eine AD Quint mitnehmen, wenn wir gegen ein Heavy AP Team spielen. Wir können aber auch 9x Armor in Gelb, 9x Cooldown Reduction in Blau und eine Cooldown Reduction Quint mitnehmen, wenn wir gegen ein Heavy AD Team spielen oder wenn wir so viel Power wie möglich in einem AD lastigen Matchup haben wollen. Unsere letzte Möglichkeit ist es, 9x Armor in Gelb, 9x Magieresi in Blau und eine AD Quint mitzunehmen, wenn wir gegen ein recht ausgeglichenes Team spielen oder wenn ihr einfach keine Ahnung habt, welche Runenseite gerade am besten ist. Bei den Masteries gibt es ein paar mehrere Versionen. Wir können entweder 12, 18, 0 oder 0, 18, 12 mitnehmen. Wir schauen uns aber jetzt auch mal hauptsächlich den Cunning Tree an, weil das auch der wichtigste Baum ist. Savagery, Assassin und Merciless haben wir auf jeden Fall dabei, weil die Alternativen alle komplett Müll für uns sind. Danach habt ihr die Wahl zwischen Greenfather's Gift und Bandit. Greenfather's Gift solltet ihr in einem Matchup mitnehmen, wo ihr eine Menge Crit Pressure habt. Der extra Damage wird euch beim Töten nochmal helfen. Ihr nehmt das eher so gegen Squishies mit. Bandit nehme ich im Normalfall eher gegen Tanks mit, weil es für ein sehr gutes Goldeinkommen für so nebenbei sorgt. Die nächste Entscheidung liegt zwischen Precision und Intelligence. Hier gibt es einfach nur 2 Fragen, die ihr euch stellen müsst. Erstens, wollt ihr Tanky gehen oder wollt ihr in eine Assassin-Richtung gehen? Solltet ihr Tanky gehen wollen, dann empfehle ich euch die Intelligence. Dadurch könnt ihr einfach eure Ferocity-Generation nochmal verstärken und könnt mehr Ws raushauen. Wenn ihr Assassin gehen wollt, dann nehmt ihr das Precision mit, einfach nur, weil es euch mehr Schaden gibt. Die zweite Frage ist, wie hart werdet ihr in der Lane zerstört? Wenn ihr in einem für euch schwierigen Matchup seid, ist es nicht schlecht, Intelligence zu skillen, weil ihr dadurch öfters eure W nutzen könnt, um euch besser in der Lane zu sustainen. Die letzte Entscheidung hier liegt zwischen Storm Raiders und Thunderlords. Das ist an sich Präferenzsache, aber hier ein paar schlaue Worte von mir, nur für dich, klein Timmy. Bist du ein Lappen mit Rengar? Nimm Thunderlords mit.
Spielst du gegen einen Champion, wo es wichtig ist, sticken zu bleiben, beziehungsweise schnell wegzukommen? Vielleicht spielst du gegen einen Nah oder einen Cho'Gath? Nimm Storm Raiders mit. Willst du einfach nur mehr Damage machen? Nimm auch Thunderlords mit. Die anderen 12 Punkte könnt ihr je nach Situation und Matchup verteilen. 12 Punkte in Ferocity für mehr Schaden oder 12 Punkte in Resolve für mehr Tankiness. Bei den Items gibt es sehr viele Kombinationen. Ich werde es simpel halten und euch auch nur zwei Builds mitgeben und ein paar Situational Items. Wir beginnen mit dem Assassin Build. Eure Core Items sind auf jeden Fall das Dust Blade mit dem Ghost Blade. Kauft euch das Ghost Blade zuerst, wenn ihr viel roam wollt. Durch die passive sowie durch die aktive Movement Speed kommt ihr schneller von Lane zu Lane. Falls ihr euch erstmal um euren Damage Output kümmern wollt, dann kauft ihr euch das Dust Blade. Danach kauft ihr euch das andere Item, welches ihr euch nicht als erstes geholt habt. Spätestens jetzt solltet ihr euch eure Schuhe kaufen. Ich hole mir persönlich immer Mobi Boots, weil es mir erlaubt, sehr leicht Picks auf der Map zu machen. Ihr könnt euch natürlich auch für Tabis, Mercs und Swiftness entscheiden. Das ist halt Geschmackssache. Jetzt kommt der tricky Part, Leute. Wenn ihr das Gefühl habt, euch fehlt Damage für den One-Shot, dann kauft euch jetzt erstmal ein Serrated Dirk. Wenn ihr genug habt, dann kauft euch zuerst einen Fiendish Codex, bevor ihr euch den Serrated Dirk holt. Ich höre klein Timmy jetzt schon sagen, aber Silphi, Fiendish Codex ist ein AP-Item. Ich bin doch nicht Nightblume und spiel AP-Ranker. Hehe, XD. Klein Timmy, halt's Maul. Ich erkläre dir das Ganze später. Baut aus dem Serrated Dirk ein Edge of Night und später aus dem Fiendish Codex eine Banshee. Als letztes Item könnt ihr euch ein Hourglass kaufen oder ein GA. Kauft euch das Hourglass, wenn ihr die Kunolaktion noch gebrauchen könntet. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es wichtig ist, gezielt ein paar Spells zu dodgen, zum Beispiel eine Z-Ulti. Oder wenn ihr direkt den Engage machen wollt, ihr könnt eine ganze Combo rausballern und dann direkt ins Hourglass gehen, um zu vermeiden, dass die Gegner euch dann one-shotten. Der GA ist recht nice, wenn ihr nochmal mehr AD haben wollt und ihr so oder so voll seid mit Cooldown Reduction. Ich sehe jetzt schon die drei Fragezeichen auf euren Köpfen, Leute, wegen dem Willen, aber ich erkläre es euch mal. Mit drei Lethality Items hat der Assassin Ranger eigentlich mehr als genug Damage, um Squishies umzubringen. Woran es ihm wirklich aber mangelt, ist es zu überleben. Items wie Banshee und Hourglass geben uns genau diese Möglichkeit. Ihr habt zwei Spell Shields durch Banshee und Edge of Night. Nachdem ihr euer Ziel getötet habt und die Gegner versuchen euch sofort zu bursten, könnt ihr einfach das Hourglass ziehen oder ihr kommt vielleicht auch einfach mit eurer Fero W raus. Ihr habt dadurch vier Möglichkeiten, um eure All-Ins erfolgreicher zu machen, ohne selbst dabei zu sterben. Die AP kann Ranger auch ganz dezent verwenden durch eine 0,8er AP Ratio auf seiner W. Zieht ihr nochmal extra Cooldown Reduction und ein paar Resistenzen, Leute, da sagen wir nicht nein zu. Ich spiele diesen Build sehr erfolgreich und kann es euch auch einfach nur empfehlen. Ich weiß, es hört sich am Anfang ziemlich komisch an, aber wenn man es selbst probiert hat, dann funktioniert das sehr gut. Solltet ihr eher Off-Tank spielen wollen, kauft euch einen Black Cleaver mit den Tank-Items. Falls ihr etwas mehr Damage haben wollt, kauft euch zum Beispiel eine Titanic Hydra. Ich höre auch schon einige hier mit der Frage, Silvi, was ist denn mit Death Stance auf Ranger? Das ist doch bestimmt total gut. Aber nein, Leute, es ist eine komplette Noob-Falle. Dadurch, dass ein Teil des erlittenen Schadens in einen Dot umgewandelt wird, zieht ihr weniger Nutzen aus eurer W raus. Zudem ist die Heilung von Death Dance auf 33% runtergesetzt durch AoE-Spells und Rengars Q ist ein AoE-Spell. Bei den Tank-Items ist besonders Visage ein gutes Item, das ich euch ans Herz legen kann. Es synergiert einfach super mit seiner W. Sonst halt kauft ihr euch einfach nur normale Tank-Items. Randuins oben, eine Warmox, Gargoyle Stoneplate, da gibt es eigentlich nichts Besonderes. Aber ja, Leute, das hier war's auch mit dem Ranger-Guide. Ihr wisst, unsere Guides sind immer noch in einer Entwicklungsphase. Es gibt theoretisch noch 1000 mehr Details, die ich euch hätte sagen können, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Guide schon recht voll ist. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare rein und vergesst nicht das Giveaway. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.